Hallo Freunde, willkommen zur nächsten Folge hier beim Qualifying vom großen Preis von Monaco oder großer Preis von Monte Carlo, das ist ja der Start in Monaco, die Stadt. Und ja, wir wollen direkt mal rübergehen, beziehungsweise schauen uns erstmal an, wie sieht es denn aus mit Wetter. Wetter sieht soweit ja, durchwachsen aus. Freitag soll es noch okay sein, Samstag schon bewölkt und Sonntag Regen, aber ganz im Ernst. Ob es da jetzt regnet oder schneit oder sonst was, wir werden auch so Probleme haben. Also von daher ist mir das einfach egal. Wenn es doll regnet, dann ist es einfach nur eine Entschuldigung mehr, warum ich in Monaco gar nicht klarkomme. So, jetzt wollen wir uns aber erstmal auf das Training konzentrieren. Wir haben hier etwas zum Testen, ein Teil, das wir dann danach ins Auto bauen können, um uns ein bisschen zu verbessern. Das wollen wir natürlich schaffen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was das sein wird. Hier sehen wir das Casino, den Hafen oder die Boxengasse und dahinter den Hafen. So, also, dann schauen wir mal. Wir wollen als erstes mal gucken, hier 55% Regen, also das kann lustig werden. Das könnte vielleicht sogar mit Wechsel auf Regenreifen und so weiter und so fort. Gucken wir mal. Ich nehme hier jetzt erstmal die weicheren Reifen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Fahre 3 Runden und unterbiete die vorgegebene Zeit. Nutze dabei deine Reifen um weniger als 21... Oh Gott. Weniger als 21%. Und noch eine gute Zeit fahren. Uiuiuiuiui. Das wird ja witzig. Reifenverschleiß auswerten. Es ist wichtig, dass du die Reifen während des Tests nicht zu stark abnutzt. Gleichzeitig musst du jedoch die vorgegebene Zeit unterbieten. Wenn du die Reifen zu stark abnutzt, können wir mit den Daten nichts anfangen. Also, das geht dann wahrscheinlich auch nur in der Runde. Also, ich bin mal gespannt. 4,45 können wir rechnen. 1,15 dürfen wir nur brauchen pro Runde. Und jetzt geht's dann mal los. Und ich ahne Schlimmes. Also, das kann eigentlich nicht klappen bei uns. Also 7% pro Runde dürfen wir nur abnutzen. Wir sind jetzt schon bei 2. Ah, 2,3. Okay, das lag dann einfach nur am späten Bremsen. Gut, mach so weiter, damit wir hilfreiche Daten sammeln können. Ja, also hätten wir da die 2% nicht in der ersten Kurve schon geholt, dann wären wir hier bei einem richtig guten Wert. So ist es jetzt auch nicht schlecht. Aber ich weiß halt nicht, wie die Zeit ist. Oh ja, das... Können wir das bitte einmal zurückmachen? Da bin ich so ein bisschen ins Rutschen gekommen. So, mal gucken. Ja. Also hier wird rigoros abgewunken mit der roten oder mit der Flagge, dass es die Zeit nicht zählt. Wenn man da auch nur ein bisschen abkürzt. So, hier muss man eigentlich auch ein bisschen spritziger durch. 1,15, also da hinken wir jetzt schon so ein bisschen hinterher. Und das hat es jetzt auch nicht gerade besser gemacht. Frontflügel beschädigt. Es ist aber nicht schlimm. Bleib draußen. Wir bleiben bei unserer ursprünglichen Boxenstrategie. Also, wir sind hier 10 Sekunden pro Runde zu langsam. Also, das kann doch echt nicht sein. Ich meine, gut, das war jetzt auch nicht so toll. Und, naja, der stand jetzt auch richtig scheiße im Weg. Meine Güte nochmal. Also, das können wir vergessen, Leute. Oi, oi, oi.
Also ich werde jetzt einfach mal nicht immer auf das Reifendingens gucken, sondern jetzt mal wirklich gucken, hier schnellstmöglichst rumzukommen. Weil das war dann doch deutlich zu zaghaft. Aber wir werden niemals 10 Sekunden wieder aufholen in 2 Runden. Also, aber warte mal, habe ich mich nicht verrechnet? 4,45. Nee, ich habe mich verrechnet. Entschuldigung. Nee, wartet mal. 1,35, kann das sein? Ja, ich glaube 1,35 dürfen wir brauchen. Ja, dann ist, glaube ich, alles wieder im grünen Bereich. 1,15 wäre echt ein bisschen schnell. Nee, bei 1,15, da wären wir dann ja bei 3,45. Ja, 1,35, Entschuldigung, da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja sonst auch ziemlich unmöglich. Das heißt, wir haben jetzt nochmal gute 2 Minuten für die letzte Runde. Und wir sind bei 6%. Also, das sieht dann doch wieder ganz okay aus. Ich wollte schon zwischendurch aufgeben. Und trotz, dass wir hier den Frontflügel so ein bisschen kaputt gemacht haben an der Einkurve. Raskas ist das, glaube ich, da die letzte vor der Startziel. Sieht ganz gut aus. Temperatur ist genau richtig. So, das war dann eigentlich ganz okay, schätze ich. Gucken wir nochmal, was hier für eine Zeit bei rumkommt. Die letzte Runde ist, glaube ich, sogar die beste jetzt. Auch wenn das jetzt nicht so schön war, da habe ich eher die Sicherheitsvariante gewählt, anstatt halbwegs gerade durchzufahren. So, die Kurve haben wir gut erwischt. Die hier auch. Ah, die nicht so. Naja, das passiert mir häufiger. Und hier waren wir auch wieder zu schnell und DRS haben wir zwischendurch auch einmal vergessen. Aber trotzdem, 1,23,6. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was dabei rumkommt jetzt. Ich schau mal, wenn wir in der Garage sind, auf welchem Platz wir sind. Aber wie gesagt, lasst euch nicht täuschen, ne? Beim Training sind die alle arschlangsamer. Da waren wir auch schon mal 2-3 Sekunden schneller als die. Als das, was dann im Qualifying geboten wird. Also, naja. Also ich schätze mal, das Wichtige ist, dass wir das Ziel erreicht haben von dieser Trainingsaufgabe her. Und der Rest, naja, das ist jetzt eine Sekunde langsamer als Platz 1. Ja, das ist okay. Aber macht euch nicht zu große Hoffnung, ne? Das ist einfach nur just for fun in Monaco. Da wird in 100 Jahren werde ich da nichts Großartiges bei rausholen. Also, naja, wir warten es mal ab. Und also Q2 ist die Zielvorgabe fürs Training, fürs Qualifying. Aber Q3, da müssen wir wirklich schon eine richtig gute Runde erwischen. Und fürs Rennen, naja gut, klar. Punkte wollen wir schon irgendwie holen, aber Platz 1 wird es nicht werden. Also können wir uns auch sicher sein. Okay, also. Ich bin mal sehr gespannt. Reden nützt ja nichts. Wichtig ist, was wir dann morgen und übermorgen auf die Strecke bringen. Und ja, wäre schön, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Macht's gut, Leute. Bis dann hier bei F1 2014. Und wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Ciao.